Oh, hallo, wir machen weiter bei den Strecken von Fritz Feldmann und Eduardo de Woken. Letztes Mal haben wir einen Quiz gemacht, bei dem ich mich furchtbar blamiert habe. Ich mich auch. Die haben mich aber auch keine spannenden Fragen mich keine spannenden Fragen gestellt. Mir keine spannenden Fragen gestellt. Ich hätte sowas erwartet wie. Naja, wobei das wäre wieder zu wie einfach. Wie ist das fünfte Imperi-Level? Ja, wie ist das erste Level von Dark oder was? Nein, schon bei Mathematik und Wirtschaft. Aber das jetzt, was ich jetzt wieder denke, ist alles wieder zu einfach. Wie viele Anbieter hat ein Monopol und solche Sachen, aber das wäre wieder zu einfach. Ich weiß nicht, ich habe einfach zufällig Fragen rausgegriffen, wobei ich finde, bei Wirtschaft ist es schwierig, Fragen zu finden, die man kurz beantworten kann, weil das muss ja auf ein Schild passen. Da kann man ja meistens weit ausholen, was Wirtschaft angeht. Warum wirtschaftet man? Ja. Naja, da gibt es aber auch einen ganz einfachen Begriff, nämlich Knappheit. Knappheit Güter, Knappheit ja, Bedürfnisse gut, der aber Menschen, deswegen ich Wirtschaft. Ich habe im Gegensatz zu dir keine Ahnung von Wirtschaft, weil so ich haben mag wir, Wirtschaft eigentlich gar nicht. So haben wir quasi sind wir quasi eingestiegen ins ganze Thema. Das ist so, so fängt jede Wirtschaftsvorlesung eigentlich an. Wir haben Knappheit an Gütern und wir haben Knappheit an Bedürfnissen. Und das beides zusammen ist halt, kommt so ein Blitz dann und dann unter dem Blitz kommt dann Wirtschaft, Ausrufezeichen. Das ist so. So. Das ist, nee, ja. Da haben wir aber ganz andere Vorlesungen. Schauen wir. Wir haben eine mit Dilbert Comic. Ja, sehr gut. Das ist auch nicht verkehrt. Kommt die Strecke bekannt vor? Hast du mir nicht mal die Bestellmengenplanung als Formel gegeben? Die durfte ich nicht aussuchen, welches die richtige ist. Hier habe ich extra nicht genommen. Ich habe nur die. Ja, aber die Formel ist ja doof. Richtig. Dann hätte ich nämlich sowieso auch wieder die falsche gewählt, weil dann, wie gesagt, bei Multiple Choice ist immer so blöd. Dann sieht man nämlich die falschen Antworten und nein! Och Mann, wo war der letzte? Mist. Natürlich musst du wieder vom Checkpoint. Natürlich. Kommt die Strecke wenigstens bekannt vor? Skyline? Nee. Ja, aber wahrscheinlich habe ich sie schon mal gefahren und ihr ist schon gefragt. Die habe ich jetzt nochmal dabei gepackt, weil letztes Mal hast du sie abgebrochen, weil du Lag hattest und dann bist du immer runtergefallen. Oh, okay. Und jetzt, wo das. du machst nicht zweimal dasselbe. Nee, ich bin zur anderen Seite runter diesmal. Ja, ich habe genau gesehen, an welcher Stelle du wie abgeschmiert bist. Ja, die gleiche Stelle, aber andere Seite. Herzlichen Glückstrumpf. Dankeschön. Murphys Gesetze. Das hält wach. Entschuldigung, dass das Quiz so langweilig ist. Ja. Nee, das Quiz war doch gerade jetzt wieder, das hat mich doch gerade wieder geweckt. Habe ich beim Quiz einmal gegähnt? Habe ich einmal gegähnt beim Quiz? Ich muss nicht dazu sagen, das war eine Schweinearbeit, diese ganzen Events zu setzen, dass die Fragen wieder auslösen und das. Das glaube ich sofort. Das war zu ambitioniert. Ja. Du musst ja auch die Karte kannst du auch nochmal einen Überblick zeigen, wie das als Tunnelgewächs da unten drunter aussieht. Wo hat das denn eigentlich geweckt, geleckt? Das hier weiß nicht, warum das geleckt hat, aber das hat. Du konntest halt von Haus zu Haus nicht vernünftig springen. Nee, wo ist geleckt? Ach so, es hat quasi überall geleckt, oder wie? Ja, das war doch mit deinem alten PC. Ja, natürlich. Ich habe jetzt nur gemeint, an welcher Stelle. Nee, das war komplett. War eine von aber ja, ich, aber jetzt erinnere ich mich mit den Springen hier, ja. Jetzt springe ich schon fast zu weit, anstatt. Oh Gott, das haut nicht hin. Das haut hin. Gerade so. Bei mir nicht. Ich hab's stylisch gemacht. Nein! Auch ab hier? Mist. Ja, auf den Gebäuden kann man keinen Checkpoint setzen. Das ist eigentlich auch die einzige Strecke, wo es solche Ring-Checkpoints gibt, ist Stadium, oder? Nee, ja, aber die Ring-Checkpoints sind auch scheiße, weil davon kannst du dich auch nicht zurücksetzen. Naja, richtig. Die musst du einfach nur durchfahren. Von daher bringst du es auch nicht wirklich bei so einer Strecke. Die Ringstücke. Die Ring-Checkpoints bringt es halt nur, dass du, wenn weißt, du dich da zwar nicht hinsetzen musst, aber dass du jemanden zwingst, noch irgendwo lang zu fahren. Richtig, dass du ihnen zeigen kannst, wo es lang geht zur Not, aber. Und auch das.
Aber hauptsächlich sind die dazu da, um zu nerven. Ja. Das stimmt wohl. Nein, das ist wieder zu weit. Nein! Nicht drehen, bitte nicht. Nein. Oh Gott sei Dank. Du hast noch ein bisschen bis zum ersten Checkpoint, das kann ich dir verraten. So, diesmal nehme ich aber an. André? Ich nehme André an. Nein, das haut nicht hin. Zurück, 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 zurück. Nein, André haut nicht hin. André kommt allmählich, da sehe ich ihn. Jetzt aber. Ja, hast du schon zum ersten Checkpoint geschafft? Ja, ich bin da seit 4 Minuten 20. Oh Gott, jedes Mal denke ich, ich drehe mich gleich. Also ich bin jetzt seit 30 Sekunden. Das sind echt gemeine Sprünge. Nein, nicht so weit! Nein! Oh Gott! Yes. Ja, ein bisschen Spannung ist da schon mit drin, wenn man springt hier, ne? Da ist haufweise Spannung mit drin. Bisschen. Ja, ist doch gut. Wohin? Nicht, dass du uns wieder wegpennst hier. Nee. Passiert nicht mehr. Wie gesagt, seit dem Quiz bin ich wieder wach. Weil das, ja, solche peinlichen Sachen, wenn man dann so einen Quatsch plötzlich erzählt, das, Du hast dich doch weniger blamiert wie ich, der sich andauernd vertippt hat. Ach, oh Gott, ja, weil Tippfehler ja auch so viel Wissensdingens haben. Das ist halt einfach nicht so gut konzentriert gewesen, aber... Oh, Checkpoint. Gott sei Dank. Naja, ich habe das auch relativ zum Schluss, habe ich erst die Fragen eingebaut. Ich habe die Tippfehler nur hervorgehoben, um meine Unwissenheit zu überdecken. Ach, Belly. Darüber, okay, Gott sei Dank war da ein Checkpoint. Ah, das ist ja geschafft. Flups. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich hat das geleckt, weil da überall so viele Häuser waren und das alles geladen hat und keine Ahnung. Egal, generell, weil da so viel in der Strecke drin ist. Ja. Obwohl da eigentlich weniger drin ist als in Kleinstädten, die war noch einigermaßen flüssig dagegen. Paff. Ja, da war das Areal nicht so offen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, es war schon komisch, was da teilweise alles geleckt hat und was nicht. Aber jetzt ist ja alles gut. Mit dem Laptop bin ich sowas von zufrieden. Aber ich damit auch streamen kann. Zwar noch nicht optimal, aber alles akzeptabel. Seid ihr noch am Häuser springen? Ja. Ja. Ach, leck mich doch. Dann warte ich noch ein bisschen durch Ziefern. Ja, hier wieder. Unglaublich. Shots fired. Ach, gibt's das denn? Ja. Vor allem jedes Mal verschaffe ich den zweiten Sprung nicht. Jetzt, weil ich dann... Oh. Ich bin auch noch mit. Fahre ich durch oder spectate ich euch einfach durch aufgeben? Ich gebe auf, das ist viel lustiger. Könnt ihr noch mehr damit rumprobieren? Mach ich das hier, dass ich hier. Ich will hier. Stopp, stopp, ich nehme jetzt hier neu Anlauf, vielleicht geht das ja. Mal gucken. Ah, das oh, Conan kommt mit einer neuen These. Das sieht nicht so aus, als ob das erreichen würde. Aber man verliert halt da zu viel. Ja, das geht, okay. Gut, das ist sogar viel besser, weil ich verliere da jedes Mal, wenn ich auf dem Zwischending lande, zu viel Speed. Und komme dann hier nicht mehr hoch. Oh Gott, wohin? Ich habe keine Ahnung. Nein! Da muss ich gar nicht so weit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ah, dieser Wagen ist relativ ein Panzer. Normalerweise kriegt man ihn nicht aufs Dach gelegt, außer bei diesen komischen Tunneleingängen. Dafür hatte ich den schon ganz schön oft aufs Dach, dafür, dass man den nicht so gut aufs Dach kriegt. Oh, eigentlich, wenn man ein bisschen Geschwindigkeit hält, dann hätte man das. Die haben irgendwie die Tunneleingänge nur so gemacht, dass man das dahin gut hinkriegt. Keine Ahnung, warum das so ist. Du hast noch ein Checkpoint, ja, jetzt aber hier. Das war eine schwierige Schlangenlinie, die muss direkt. Hä? Na, sag das nicht, bei mir leckt das gerade dieses auch. Und ich weiß nicht warum. Das weiß ich auch. Weil du Server bist. Ach, hier ist das Ziel. Okay. Oh, das war ja sogar knapp.
sieht doch auch schön aus von oben. Like. Aber wir sind jetzt auch ziemlich in den letzten Strecken dran. Ach, meinst du, wir kriegen es heute noch durch? Wirklich? Das sieht im Moment dann noch aus, ja. Okay. Na dann. Jetzt kommt die Motivation, was? Speedway. Naja, stimmt, wir sind schon bei S. Vorhin waren wir noch bei I. Ich habe ganz schön viele Buchstaben ausgelassen. Ja, die musst du denn auch füllen. Immerhin haben wir eine Strecke mit Q hingekriegt. Zwei Strecken mit Q. Das ist auch nicht so einfach. Was war denn die Strecke mit Q? Ach ja, Quiz. Quiz und Querbeet. Das stimmt. Ich bin nicht durch einen Checkpoint gekommen, ich raste aus. Ich habe mich so zielsicher zurückgesetzt, nach dem Motto, ich bin ja eh durch einen durch und dann sowas. Was zur Hölle, wie fahr ich denn gerade? So boah, ich habe mich gedreht, das geht. Krass. Nicht gedacht, dass das geht. Hui! Ah, ich hab mich schon wieder an derselben. Was zur Hölle? Das ist mit die einfachste Strecke und ich krieg sie nicht gebacken. Boah, Alter. Und roh essen darf ich sie auch nicht. Was? Ach, gebacken. Wow. Hallo, Saraza. Macht der auch so schlechte Witze? Saraza macht nur schlechte Witze. Ununterbrochen. Okay. Wo geht's denn da lang? Wahrscheinlich egal. Ah ja, da war kein Checkpoint, deswegen egal. Was ist jetzt passiert? Was machst du denn da? Ich mach dir nichts draus, ich fahr auch inzwischen gegen jede Wand. Hä? Ja, das war eigentlich. Danach kam noch eine Kurve und dann war das Ziel. Ach so. Irgendwie bin ich da nicht weitergekommen mehr auf dem Pfeil. Ich weiß nicht warum. Ich hab nur Schwachsinn gefahren. Unfassbar. Unsere Mutter! Ah! Oh, hier wär's natürlich schön Licht zu haben. Na gut. Also dunkel ist die Strecke nicht. Nee, aber würde halt schön aussehen. Nicht der Praxis wegen, sondern einfach weil hübsch. Ah, okay. Wuhu! Ich würde ja fragen, wer baut denn sowas, wenn es nicht oben stehen würde? Ah, jetzt. Nein! Lass mich doch einfach fahren, wo ist das Problem? Hört man mich wieder? Ja. Okay. Hey, da hat das mit dem Mute ja funktioniert. Ja, du hast dich. Man hört es auch, wenn du dich mutest, dann macht es immer so. Achso. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich hab's gerade zum ersten Mal getestet. Dich zu muten. Ja, über Skype, weil ich muss mich sonst nie muten. Achso. Da hätte ich nicht durchfahren sollen, oder? Nee, eigentlich nicht. Soweit ist nicht mehr. Also ich glaube. Ja, ich glaube, ich habe alles gesehen, oder? Hast du gesehen? Und da kommt danach. Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass es da hinten gleich kommt. Ja, nach den Ecken wäre nichts mehr gekommen, okay. Bastia. Der fast was von der Sinuskurve am Anfang, nur ein bisschen gewellt. Bisschen eckiger. Aber ich dachte, seit Way of the M hast du genug von Sinus und Helixen. Von Sinus habe ich nie genug. Aber von Bullet Bills. Von denen vielleicht, ja. Was ist das denn? Sprint 7. Das ist ja gar kein Checkpoint.
Natürlich ist ein Checkpoint, du kommst genau auf einen drauf. Ja, ja, ich meine, aber in diesem Feld ist gar kein Checkpoint. Das heißt, man fährt einfach durch. Ach, Mist. Außenrum! Lame! Laterne! Laterne, hilf! Boah, ich gewinne! Nein! Gemein! Wie gemein! Puh. Jawoll! Da Chain straight backflip! Kommt ja, genau! Wer gewinnt? Ein Baum. André ist vorne. Ja. Tja. Na. Und das hier ist die zweite Strecke, die ich gebaut habe. Die jetzt kommt? Die jetzt kommt. Ah. Ach, du ahnst es nicht, dann baust du sowas. Was ganz Besonderes. Stadium. Verfahr dich nicht. Ja, das hab ich mir schon gedacht, dass geradeaus scheiße ist. Ach du! Ahnst es nicht. Heilige. Nimmst du den Checkpoint an? Danke. So, das sollte jetzt rum sein, oder? Ja. Doch schön symmetrisch. Eins. Zwei. Drei. 1, 2, wir sind glaube ich schon mit allen fertig. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wo ist das Ziel? Da unten? Ja, so ungefähr. Oh, das sind noch mehr Checkpoints. Oh, außenrum auch nochmal. Also 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Bist du schon fertig? Nein. 4 und nochmal eins weiter runter. Was? Noch mehr von... Oh, das schaffe ich doch nicht mehr. Falsche Strategie, würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich fährt man das in Schlangenlinie dann jeweils an die, jeder Runde runter, oder? Ja, das geht ein Stück schneller. Ja, ich habe fast gedacht. Ja, dann hier wieder hoch. Ja, das ist deutlich besser. Das wird knapp. Komm schon, 7. Oh Gott. Und noch runter, und noch runter. Nein! Schade. Da hat er aufgegeben. Schade, schade. Einfach aufgeben. Hätte ich hinhauen können, glaube ich. Wenn ich nicht irgendwo übersehen habe, das weiß ich jetzt nicht. Nee, ich sah so aus, als hättest du alle abgefahren. Interessante Idee. Oh, hallo Project. Sieht von außen auch interessant aus, ne? Beyblade.
Was ist. Oh, jetzt da. Oh. Lange Strecke? Nee. Okay, weil wir sind also bei 20 Durchschnitt. Minuten. Okay, nicht das lang. Gut. Ah, krass, noch rein. 25 Minuten, gut ist. Macht auch den Namen. Ach, scheiße. Straßenverplanung, ja. Oder meinst du den Namen, der die Strecke gebaut hat? Nee. Der ist, glaube ich, ein bisschen scheißegal. Naja. Ganz kleines bisschen. Das hast jedenfalls du gebaut. Ja, ist auch eine Strecke, auf die ich nicht so stolz bin. Die nächste ist schon wieder scheißegal. Deswegen besser. Ist der Name auch scheißegal. Ich verstehe. Nein. Ja. Nein. Hat alles einen logischen Zusammenhang. Nein. Du bist abgeschmiert. Oh, wirklich? Komm schon, gib Gas jetzt, da kommst du noch hoch. Ja, na bitte. Ach. So ein blödes, zeitunnötiges Mistviech. Auch eine meiner ersten Strecken. Auch nicht so stolz drauf. Ach, sieht doch trotzdem schön aus. Halt nicht viel Deko und so, ist halt einfach Strecke, aber das ist, wie gesagt, das ist ja gerade genau das, was ich bei Trackmania so geliebt habe, dass man plötzlich einfach irgendwelche Fantasiestrecken fahren konnte. Es war nicht dieses langweilige, es ist alles vorgegeben, sondern du kannst einfach überall hinfahren, wie du lustig warst. Die nächste Strecke wird noch ein bisschen fantasievoller, das ist nämlich die Straßenverplanung 2, da ist nämlich ein bisschen mehr los, oh. Was sinnlose Straßen angeht. Okay. Finde ich zumindest. Hier ist das ja, über die. Ich fahre mal lieber langsamer, ja. Na gut. Hier ist ja Straßenverplanung mehr gemeint, wie ich die Straßen gesetzt habe, als dass das tatsächlich jetzt groß eine verplante Strecke ist. Oh, ich habe einen überholt, oh mein Gott. Ja, weil ich runtergeflogen bin. Sehr gut. Hab ich gut gemacht. Wo fällst du denn da runter, bitte? Runterfahren oder geradeaus ist übrigens egal, wo sich der Weg aufhält. Ja! Aushält. Oh nein! Jetzt aber Flotti. Wow, wow, ja, die Kurve konnte man aber sehen. Aber nicht nehmen. Doch, die kann man auch nehmen. Ach nö. Yes! Übrigens, der Weg links runter ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, das kann sein. Ja, das wird trotzdem nicht mehr reichen. Ja, der Link, ja, der Link, der Weg, egal. Der Link ist kürzer, ja. Gut, dann nächstes Mal, wie viele Strecken haben wir jetzt noch vor uns? Nicht mehr so viele. Also vielleicht schon nächstes Mal der letzte Part? Theoretisch kann das sein, ja. Okay, dann sind wir mal gespannt. Danke fürs Zugucken. Und tschüss. Und tschüss.